Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem weiteren Pokémon Y-Battle gegen Christophe. Und mit dabei habe ich in meinem Team als nulltes Pokémon Fliegi. Hallo Leute, Fliegi. Fledra ist mit dabei. Mein Copy-Paste ist auch mit an Bord. Dann habe ich mein Klefki dabei, mein Agoros, mein Jetclaw und Quaiutsu ist dabei. Und Christoph kämpft mit Aerodactyl, Zwirklo, Calamanero, einem blauen Vivillon, Quaiutsu und Gengar. Genau, und das hier ist der zweite Kampf unserer Trilogie mit Christoph. Und wir gucken, wie es läuft. Es ist wieder Zeit zu trilogieren. Oh yeah, und es wird wieder ein langer... Nicht so langer Kampf wie letztes Mal, aber ein geiler Kampf. Christoph will mit dir kämpfen und ich lege los mit Fledrach, wie man sieht. Requiem. Ah, richtig geiler Name für Gengar. Ja. Er hat's mit Spitznamen, er hat coole Spitznamen. Ja. Und dann kriegt er erstmal Drachenpuls rein, der auch ordentlich zimmert. Oh, Zauberschein. Ja. Aua. Aber ich überlebe. Ja, zum Glück. Ja, da zieht er natürlich lieber zurück. Ja. Und da kommt sein Zwirtank. Hey, geiler Name. Er hat denselben Namen wie mein Zwirtank. Das ist unglaublich. Korrekt. Und ein Drachenpuls. Du hast ein männliches Zwirtank, ne? Ich glaube ja. Und das ist ein weibliches. Ja. Liebe. Das war Liebe auf den ersten Klopp. Ja. Liebe auf den einzigen Blick. Ja. Und der Nachtnebel gibt mir natürlich den Rest. Ja, klar. Ich glaube, er spielt es sogar genauso wie ich, wenn ich mit... Ne, er hat, glaube ich, einen Lightheiler drauf, wenn ich mit... Ich weiß es nicht mehr genau. Aber hier Fiaro, Jetclaw meine ich. Hab gedacht, komm, Akrobatik sollte reichen, aber leider nicht. Da habe ich... Da hätte ich mir einen Arsch speisen können, dass ich auf Sturzflug gegangen bin. Ja, richtig. Und dann kommt der Lightheiler natürlich. Ja, da war es. Deswegen habe ich den wegen solchen Situationen auch bei meinem drauf. Und dann geht der Tanky erstmal wieder zurück in den Hangar. Jafar. Ja. Ah, das ist ja klar, Aerodactyl. Erstmal hochheilen. Ja. Und ich dachte, okay, meine Flugschwäche ist weg, aber so ein Hagel oder eine Kante, die wird schon reinhauen. Ja, und Aerodactyl ist auch eines der schnellsten. Genau. Dann, ja, komm, hau ich jetzt mal den Smash Bros. In den Ring. Und da ist er, Jaffa. Ich glaube, der Spitzname für Dings, für Quaiutsu geht jetzt super megamäßig rum. Schon so viele Smash Bros gesehen. Ja. Und da wechselt erstmal aus, kann ich verstehen. Ich meine, auf Frutti di Mare. Frutti di Mare, das ist so geil, cool. Alter. Weil der Eisstrahl hätte seinen Jafar sehr schnell in die Sanddünen geschickt. Ja, aber sowas von. Und, huppala, auf Eis gelegt fast. Und noch einmal, und da ist Frutti di Mare weg. Ja, schnell ist es nicht. Ich möchte nicht wissen, was Frutti di Mare anrichten würde, wenn es erstmal zum Zug kommt. Nur fiese Sachen. Oh ja. Quamphibi. Ja. Cool. Da habe ich ja, komm, machst du einfach mal Eisstrahl. Ich möchte nicht auf Stachel oder sowas gehen. Ja, klar. Oder sonst was. Man weiß ja nicht, was er in seinem Pool hat. Und da kommt er an. Mit Psycho. Okay. Und das haut ordentlich rein. Und das hat wirklich... Ah, Lehmorb hat er drauf. Ja. Okay. Da war ich sehr begeistert. Und nochmal Eisstrahl. Friere doch ein. Oh, das war's. Ja, nicht nötig. Er stirbt einfach. Okay. Da war ich happy. Ich habe gedacht, oh, wenn er nicht stirbt, dann war's das. Ja. Und das ist der Tank. Der Tank ist back. Was mache ich? Ich weiß gar nicht mehr. Ich wechsle aus. Wow. Ja klar, bevor der Nachtnebel wieder kommt. Ja. Und da ist mein Klefki. Yeah. Erstmal ein Nachtnebel rein. Aber ja, okay. Klefki wird jetzt erstmal ein bisschen Unheil verkünden. Aber ja, ich greife einfach mal an mit Zauberschein. Mal gucken, wie viel Schaden. Aber es war weniger, als ich es dachte. Oh Gott, er spielt es mit Plage. Ja, mit Plage. Oh oh. Mit Plage. Ja, du darfst nicht auswechseln dann, ne? Ja, es ist die reinste Plage. Ich bleib. Das ist natürlich eine nette Idee, das mit Plage zu spielen. Mhm. So kannst du Gegner auch zwingen, einfach im Kampf zu bleiben. Ja. Und da kommt die Verbrennung. Nein. Er plagt mich mit der Verbrennung. Ja, Verbrennung, Plage. Leitteile und Nachtnebel, ja, ist ja auch ein interessantes Set. Muss ich schon sagen. Hab ja, komm, machst du mal eine Lichtkanone. Mal gucken, wie das Schaden reinhaut. Naja. Ja. Immerhin etwas. Und da ist es down. Svirtank macht halt das, was es kann. Tanken, ja. tanken. leider. Und da kommt mein Quaiutsu zurück. Ich glaube, er wechselt. Nee, Quatsch, ich wechsle sofort wieder aus. Nicht schlecht. Man kann auch Attacken locken, ne? Ja. Ja, komm, mach mal Copy-Paste. Zack.
Doppelgänger und schön. Hallöchen. Es war unter, es war erzwingen und da verbrennt er mich. Ah, da war ich nicht glücklich. Ja, klar. Das ist auch mies. So. Die Verbrennung schadet. Yay, Copy-Paste, wie auch immer. Erstmal ein bisschen umnebeln und er ist down. Oh, schön. Da war ich happy. Glaube ich. Weil ich habe, weil mit Klopsi kenne ich mich aus, da weiß ich, okay, bei dem Balken, der hat nicht viel KP und über die Hälfte weg, tot. Oh, das sieht so geil aus im Blau. Hurricane. Und da kommt Falter rein. Oh, oh. Ja, da war ich, habe ich mir gedacht, okay, nein, nicht so gut. Aber Leitheiler. Ja klar, warum nicht, wenn man den schon hat? Ja, warum nicht, nur einfach mal ein bisschen reinhauen. Jeder KP zählt. Und dieses Vivion kann bestimmt Orkan. Ja. Also gehe ich mal von aus, dass es eins ist mit Facettenauge, wenn es schon Falter rein kann. Ja, komm, machst du mal Jetclaw rein. Er reigt sich nämlich noch ein bisschen. Oh, oh. Du kannst dir vorstellen, was das heißt, ne? Naja. Jetzt mal schön boosten, Initiative und so weiter. Und da kommt der Schutzflug. Ja, ein Hoch auf die Orkan schwingen. Aber ob der das überlebt, wahrscheinlich nicht, oder? Wir werden das sehen. Ja, zum Glück nicht. Ja. Sonst... Da wäre bestimmt der Orkan gekommen, der hätte wehgetan. Ja, hätte wirklich sehr wehgetan. Das ist der Nachteil an diesen Käfer-Pokémon, sag ich mal, die man am Anfang kriegt. Mhm. Die haben nie so besondere Werte. Und da kommt Jafar zurück. Ja. Ja, da will Jetclaw nicht drin bleiben, nee. Weil so eine Steinkante oder so tut sehr weh. Oh ja. Na ja, komm, hier machst du Copy-Paste. Ja, ja, wird zwar auch weh tun, aber vielleicht hältst du was aus. Dann mach einen Clownwetzer. Oh oh. Ja. Oh oh, ist genau berechtigt. Ja, Clownwetzer, Genauigkeit und Angriff hoch, das ist mies. Oh ja. Aber interessant, hab noch kein Aerodactyl mit Clownwetzer gesehen. Hm. Ah, Clownwetzer und Steinkante. Was für eine geniale Idee. Das ist auch richtig mies. Und ein Volltreffer. Also ja, klar. Mein Copy-Paste war zum Untergang verdammt. Aber es hat auch schon gut geholfen. Und da ist Quaiutu. Die Idee ist wirklich gut. Hm. Muss ich mir merken. Und er kann Erdbeben. Was? Aerodactyl kann Erdbeben? Ja, er kann Erdbeben. Das hätte ich ja nie erwartet. Ich auch nicht. Mit Volltreffer Erdbeben. Wie macht er denn Erdbeben? Keine Ahnung. Haut er mit seinen Flügeln auf den Boden? Mit Gedankenkraft. Er ist Jafar. Er hat Magie. Ah, okay. Und da kommt mein Agrodos. Mein shiny Agrodos. Man kennt es. Erstmal schön Angriff runter. Oh ja, zum Glück. Dann erstmal meine Steinschwäche weghauen. Das ist gut. Ja. Und er ist natürlich schön anfällig gegen Eisattacken, was ich sehr toll finde. Da kommt die Steinkante. Habe ich mir schon gedacht. Natürlich trifft er immer mit seiner Steinkante. Und mein Eiszahn geht daneben. Eiszahn geht daneben? Er ist daneben gegangen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Du warst nicht, wie ich geguckt habe, als der Eiszahn daneben ging. Aber der hat doch eine Genauigkeit von 100, oder 95. Nicht? 95, ja, okay, okay. Aber er ging daneben. Ich war so sauer. 95 ist bei Pokémon 75, ne? Weil sein Jafar wäre durch Eiszahn weg gewesen. Der wäre weg gewesen. Und ich war so sauer, weil das hat alles entschieden. Ja. So kannst du nichts mehr damit anfangen. Mhm. Na, die Steinkante. Ja klar, mit dem Clownwetzer vorher Steinkante trifft hat, ne? Ja, aber vergiss den Bedroher nicht. Ja. Aber trotzdem, es hat gereicht und so geht auch der zweite Kampf durch diesen verdammten Eiszahnfell an Christoph. Was hätte er denn noch gehabt? Er hatte dann nur noch Gengar, ne? Gengar war tot. Das war sein letztes. Ach so! Der Tank war down. Die Qualle war auch weg, die waren alle weg, nur der Eiszahn, hätte er der Eiszahn getroffen. Selbst wenn er überlebt hätte, hätte Jetclaw den Rest gemacht. Das war sehr knapp. Ja, richtig. Da war das Spiel gegen mich. Krass. Aber das war ja nur der zweite Kampf, jetzt kommt der dritte im nächsten Pokémon Y-Battle. Mhm. Und der wird der spannendste von allen drei Kämpfen. Also, bin ich gespannt. Freu dich drauf. In dem Sinne verabschieden wir uns von diesem Kampf, wie immer. Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und wir sehen uns im nächsten Kampf, im Finale der Trilogie wieder. Ciao, Leute. Tschüss.